Also erstmal zu den Vorwürfen. Also PFLP, Hamad Samedun wurde als Arm der PFLP bezeichnet, als Arm der Hamas bezeichnet, als Arm der Islamischen Dschihad bezeichnet, als Arm der Iran bezeichnet. Das ist eine typische Taktik, besonders in westlichen Ländern, wo eine Gruppe die politische Arbeit leistet bezüglich des Themas Palästinas. Sie werden versuchen, sie mit einer verbotenen Organisation zu verbinden, um diese auch zu verbieten. Und wenn diese Verbindung nicht steht, dann wird er hergestellt, indem sie dann diese Vorwürfe immer wieder wiederholen, bis es greifbar genug ist, dass sie es als Ausrede nutzen können. Aber wenn es tatsächlich Verbindungen zwischen Samedun und irgendwelche Fraktionen gibt, dann hätten sie 129b benutzt. Es gibt doch ein Gesetz für diese Fälle. Das haben sie aber nicht benutzt, weil sie können es nicht nutzen, weil diese Verbindung überhaupt nicht steht. Es gibt, also wir grüßen natürlich alle Widerstandskräfte Palästinas, aber Samedun ist kein Teil irgendwelcher palästinensischer Fraktion. Es ist eine selbstständige Organisation von Aktivisten, die weltweit für die palästinensische Gefangenen arbeiten. Aber was sie hier versuchen zu sagen, ist dann, dass der palästinensische Widerstand illegitim ist. Dass dieses Aufruf zur Gewalt ist dann diese Unterstützung des palästinensischen Widerstands. Und dieser palästinensische Widerstand ist legitim. Und das ist ja nicht nur, weil wir Palästinenser sind und wir denken, wir müssen uns befreien etc., sondern das ist also auch von internationalem Recht garantiert. Dass besetzte Völker haben das Recht auf bewaffneten Widerstand. Der Staat versucht irgendwie dieses Bild herzustellen, dass der palästinensische Widerstand terroristisch sei. Als ob Deutschland oder USA oder Großbritannien oder Frankreich oder in der EU überhaupt in der Lage sind zu sagen, wer sei terroristisch. Das sind die Länder, die in den letzten 100 Jahren enorme Mord und Tod und Genozid an der ganzen Welt gebracht haben. Hunderte von Millionen von Menschen sind von diesen Ländern getötet. Durch die Weltkriege, durch die koloniale Aktivitäten von diesen Ländern, auch in verschiedenen Ländern, in Irak, in Afghanistan, in Libyen etc. Sie haben kein Recht darauf zu sagen, wer sei terroristisch. Die sind die Terroristen. Und der palästinensische Widerstand hat nie auf die Zustimmung dieser westlichen, barbarischen Regierungen gewartet. Das palästinensische Volk und die Völker der Welt akzeptieren und unterstützen dieses Widerstand. Sie brauchen die Unterstützung der westlichen Regierungen nicht. Und das erwarten wir auch nicht. Wenn du siehst, dass du mit der Position des Staates 100% übereinstimmt, dann musst du dich fragen, also mache ich hier was Falsches? Habe ich was Falsches verstanden? Und das ist die Vorstellung des Staates. Und ja, das macht der Staat immer. Also in Zeiten der Krise, also der Staat spielt eine enorme Rolle und diese Kriegsmedien spielen eine enorme Rolle in der Emotionalisierung der Gesellschaft. Damit plötzlich alles geht. Sie können auf einmal alles machen, was sie wollen. Sie haben Demos verboten. Sie haben Slogans verboten. Jetzt also werden Leute bestraft, weil sie Kindermutter Israel sagen. Weil sie sagen, es gibt einen Genozid in Gaza. Weil sie sagen, from the river to the sea, Palestine will be free. Leute werden bestraft. Und Leute in Demos werden festgenommen, weil sie solche Schilder haben. Also gleichzeitig in einem größeren Sinne, es gibt eine enorme Verschärfung der Flüchtlingspolitik. Und der Waffenhandel mit der Besatzung hat sich in dem letzten Monat verzehnfacht. Verzehnfacht. Und die militärische Unterstützung für die Ukraine wird sich nächstes Jahr verdoppeln. Und gleichzeitig sind die Lebensbedingungen in Deutschland schlimmer geworden. Leute können nichts leisten, etc., etc., etc. Aber der Feind dieser Phase
sind diese bösen, barbarischen Palästinenser auf unseren Straßen. Und das macht immer der Staat. In Zeiten der Krise sucht sie immer einen Feind und dann nutzt diese Chance, um die Bevölkerung zu emotionalisieren. Und dann können sie alles machen, was sie wollen. Es war dasselbe im 9-11. Es war dasselbe vor dem Krieg in Afghanistan, vor dem Krieg in Irak, vor dem Krieg in Libyen. Wenn diese imperialistischen Staaten Scheiße bauen wollen, dann fängt es an mit den Medien, mit den, dieses Dämonisierung von bestimmten Segmenten der Gesellschaft und anderen Gesellschaften. Und das ist einfach typisch. Und das passiert die ganze Zeit. Und das haben wir so oft gesehen. Und nach 10 Jahren denkt man, ah, dieser Krieg in Irak war nicht gut. Die Unterstützung von Apartheid-Regime, also in Afrika, war nicht wirklich gut. Dieser Krieg in Afghanistan war nicht gut. Was in Libyen passiert, ist eigentlich schlimm, aber das wussten wir nicht, etc. Aber danach fallen sie im selben Loch wieder und wieder. Aber Deutschland war immer auf der falschen Seite. Es war auf der falschen Seite mit Südafrika sogar. Also Westdeutschland damals. Aber jetzt sind die Helden, lalala. Aber in der Zeit waren sie die Terroristen, die Barbaren, die Zivilbevölkerung töten und keine Ahnung was. Das ist historisch so. Also weil Deutschland von ihrer Geschichte nicht lernt. Also wenn es gelernt hätte, dann wären jetzt alle Deutschen auf der Straße. Weil Deutschland jetzt unterstützt aktiv den Genozid in Gaza. Dann wäre zum Beispiel Olaf Scholz in Haag. Also uns wird auch vorgeworfen, dass wir das friedliche Zusammenleben der Völker in Deutschland gefährden. Und was wir hier sagen, ist, Deutschland und der deutsche Staat gefährdet das friedliche Zusammenleben in Deutschland. Weil dieser Staat hat Millionen von Menschen, Millionen von Palästinenser, Araber, Türken, Kurden, auch Deutsche, entfremdet und ihnen Extremgewalt in den letzten Monaten eingesetzt hat. Bezüglich Demoverbote, bezüglich physischer Gewalt und Angriffe der Bullen auf friedliche Demonstrationen. Und diese Leute fühlen sich nicht mehr sicher. Und das sind Leute, die wirklich in Deutschland entfremdet fühlen. Und das sehen wir auch in unseren Kreisen. Leute sehen jetzt Deutschland viel anders. Das alles wird unter dem Deckmantel der Bekämpfung des Antisemitismus gemacht. Und das ist auch gefährlich für die Juden in Deutschland. Das ist extrem gefährlich für die Juden in Deutschland. Weil, was sie sagen, ist mehr oder weniger, wenn du sagst, was in Gaza passiert ist, ein Genozid sei, dann bist du Antisemit. Wenn du für die Befreiung Palästinas sich einsetzt, dann bist du Antisemit. Diese Besatzung repräsentiert die Juden. Dieses Genozid in Gaza repräsentiert die Juden. Und das wird immer und immer wiederholt. Dass irgendwelche Kritik gegenüber dieser Besatzung ein Angriff auf Juden sei. Und was das dazu führen wird, ist, dass Leute tatsächlich das glauben, wenn der Staat das die ganze Zeit wiederholt. Ja, dann werden die Leute auch glauben, ah, das sind doch die Juden, die dieses Genozid in Gaza verursacht haben. Und das sind Juden, die auch hier wohnen. Das ist gefährlich. Das ist extrem gefährlich. Es war Samiduns Arbeit und auch die Arbeit von allen Palästinensern, diese Gleichsetzung zwischen die Verbrechen in Palästina und Judentum zu trennen. Weil wir denken nicht, dass was gerade in Gaza passiert, das Judentum in irgendeinem Sinne repräsentiert. Es ist eine Kolonie, eine europäische Kolonie in Palästina, die ganz normal handelt, wie alle anderen Kolonien in der Geschichte. Sie sieht dieses andere Menschen, dieses einheimische
Volk, als Untermenschen, die getötet werden können, die vernichtet werden können, die vertrieben werden können. Und aber das ist typisch für die Kolonialisten. Und das haben wir in französischen Kolonien gesehen, in belgischen Kolonien gesehen, in deutschen Kolonien gesehen. Alle Kolonien der Welt haben diese Vorstellung und haben sich auch entsprechend gehandelt. Und unser Problem ist mit dieser Kolonie und nicht mit Juden oder Judentum. Wenn man sagt, wir wollen die Besatzung zerstören, wir wollen ein freies Palästina vom Fluss bis zum Meer, dann heißt es, wir wollen ein freies Palästina, wo alle zusammen leben können. Das ist die Alternative zu Apartheid, das ist die Alternative zu Kolonialismus, das ist die Alternative zur Vertreibung der Palästinenser, das ist die Alternative von dieses Handel gegenüber den Palästinensern als Untermenschen und dieses tägliche Töten und die Genozide, die wir heute in Gaza sehen und dieses tatsächlich Vernichtungsversuche in Gaza. Und nicht, weil ich das sage, sondern weil hochrangige israelische Politiker, Minister, Prime Minister, keine Ahnung was, haben explizit gesagt, wir wollen alle Palästinenser in Gaza töten und vernichten. Und es gab auch einen Vorschlag mit, wir sollen eine Atombombe auf Gaza schießen. Das ist Vernichtung. Das sind Vernichtungsideologien. Und das sind Vernichtungspraktiken, die wir auch heute sehen, wo sie greifen Krankenhäuser an, sie greifen Schulen an, sie greifen Journalisten an, sie greifen jegliche Person an. Mehr als 10.000 sind getötet, fast 5.000 davon sind Kinder. Und man sieht nicht diese Empörung in Deutschland. Ja, was sie also natürlich gezeigt haben, ist dieses Fake News mit 40 getöteten Kindern in den Siedlungen. Ja, das zeigt also auch offensichtlich, dass es geht nicht um diese humanitäre Vorstellung Deutschlands gegenüber der Welt. Weil wegen Fake 40 Kinder gab es diese enorme Kampagne gegen alle Palästinenser, Verschärfung der Flüchtlingspolitik, dieses Angriff gegen Demos, alles ging. Ne? Aber heutzutage gibt es 5.000 reale Kinder, die getötet wurden. Wo ist die Empörung? Wo sind die deutschen Politiker, die das nicht akzeptieren und nicht mehr und das geht nicht, etc. Und das erlauben wir nicht auf unseren Straßen und keine Ahnung was. Andererseits, sie unterstützen dieses Genozid aktiv. Ja, und deswegen also muss es wirklich ein Alarmsignal für alle Personen, also in Deutschland sein. Also weil Samedun hat ganz normale politische Arbeit geleistet. Es hat Demos organisiert, Kundgebungen, alles beim Staat angemeldet, Vorträge. Das war ganz normale politische Arbeit, aber die politische Linie gefällt dem Staat nicht. Und weil es dem Staat nicht gefällt und weil die Lage sich so entwickelt hat, hat die Stadt dann diese Mittel dann zum Tisch gebracht, wo sie eigentlich jegliche politische Organisation mehr oder weniger verbieten könnte. Weil es gibt kein strafrechtliches Hintergrund dahinter. Es geht nur darum, diese Leute haben gesagt etwas, was wir nicht mögen. Und deswegen werden diese Rechte, die im Grundgesetz stehen, mit Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und keine Ahnung was, sie werden komplett abgeschafft. Ich bekam einen Brief vom BAMF, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wo sie sagen, dass der Staat möchte meinen Aufenthaltstitel entziehen, weil ich Mitglied in Samedun sei. Und dann dieselbe Gründe, die wir beim Verbot gesehen haben, sind auch bei mir benutzt. Also Unterstützung der PFLP, die Zusammenleben der Völker in Deutschland, Gefährdung oder keine Ahnung was der demokratischen Grundordnung. Genau. Und also
Besonders im letzten Monat, also gibt es noch zwei Personen, die mit Abschiebung bedroht sind. Und also Mus'ab, der ein politisches Verbot hatte, sein Verbot wurde verlängert bis Ende des Jahres. Also der darf an keiner politischen Veranstaltung teilnehmen, was natürlich absurd ist. Und also ich glaube, also hier ist es auch sehr wichtig, dann zu sehen, wie widerwärtig dieser Angriff ist. Weil sie greifen palästinensische Flüchtlinge mit ihren Papieren, mit ihrem Aufenthaltsrecht. Sie wissen, dass diese Leute instabile Papiere haben. Sie wissen, dass diese Leute prekäre Lebenssituationen haben. Und sie nutzen diese aus, um diese Personen dann zum Schweigen zu bringen. Sie können diese Personen nicht strafrechtlich verfolgen. Und deswegen nutzen sie dann dieses Aufenthaltsrecht. Das überschreitet alle Linien der Menschen, also der menschlichen Anstands. Zu meinem Fall konkret, wir haben Widerspruch gelegt. Wir warten immer noch. Also in ähnlichen Fällen hat dieses Verfahren mit zwei anderen Verfahren angefangen. Also die erste ist Entziehung der Flüchtlingsstatus und die zweite ist dann Abschiebeverfahren. Wir werden gucken, wie sich die Lage entwickelt, besonders in dieser Atmosphäre der antipalästinensischen Repression generell in Deutschland und so weiter und so fort und nach dem Verbot von Samedun. Also es wird sehr gefährlich. Also weil sie haben dann die politische Legitimität, alles zu machen, was sie wollen. Samedun andererseits ist eine Gruppe von Aktivisten, die weltweit für die Gefangenensache in Palästina arbeitet. Genau, also Samedun wurde 2011 gegründet als eine Webseite, wo die Erklärungen von der palästinensischen Gefangenenbewegung übersetzt und veröffentlicht wurden, weil diese Erklärungen waren immer nur auf Arabisch. Und diese Arbeit hat sich dann mit der Zeit entwickelt. Und Samedun ist jetzt in mehreren Ländern aktiv, auf der Straße. Sie machen Demonstrationen, Kundgebungen, Vorträge und so weiter und so fort, verbinden die Kämpfe der palästinensischen Gefangenen mit internationalen Kämpfen, weil jede Befreiungsbewegung hat Gefangenen. Und jede Befreiungsbewegung hat die Gefangenen als Zentralpunkt ihres Kampfes. Also das ist dann Samedun. Und heutzutage ist die Arbeit von Samedun wichtiger denn je, weil die Lage in den Gefängnissen heutzutage ist einfach schlimmer als je davor. Also die Anzahl an palästinensischen Gefangenen hat sich verdoppelt. Die Bedingungen in den Gefängnissen, also ihnen wird Wasser abgeschaltet, ihnen wird Strom abgeschaltet. Ihre Kleidungen, ihre Bücher, alles wird weggenommen. Sie dürfen keine Besuche bekommen, sie dürfen keinen Fernseher anschauen, sie dürfen kein Radio hören. Die sind komplett von der Welt getrennt. Und bis zu diesem Tag sind, wenn ich mich nicht irre, mindestens 5 Personen im Gefängnis durch Folter gestorben. Mehr als 1000 dieser Gefangenen, die waren an einem Punkt mehr als 10.000, jetzt kann man sie nicht mehr zählen, weil ein paar wurden rausgelassen, also die Arbeiter von Gaza, ein Segment davon wurde rausgelassen, ein anderes Segment ist immer noch da, die Zahl wird sich auch erhöhen, weil die Festnahmen in Westbank sind extrem viel. So die genaue Anzahl haben wir nicht, aber es gibt mehr als 1000 davon, die durch Administrativhaft verhaftet sind. Das ist Haft ohne Gerichtsprozess. Ja, dieses Tool
hat die Besatzung von der britischen Besatzung geerbt. Das erlaubt die Besatzung, irgendwelche Person irgendwann ohne Grund festzunehmen und im Gefängnis für eine unbegrenzte Zeit zu verhaften. Auch in dieser repressiven Atmosphäre, auch mit allen Mitteln, die der Staat benutzt hat, gab es Massendemonstrationen in Berlin und in Düsseldorf und so weiter und so fort. Die Völker der Welt unterstützen Palästina. Also gleichzeitig müssen alle politischen Parteien Deutschlands und Olaf Scholz muss kommen und die Botschafter und keine Ahnung welche Diplomaten müssen alle eine Kundgebung vor Brandenburger Tor also organisieren und dazu einladen und Zehnten von Tausenden von Euros auch darin investieren. Und danach kommt 5000 Personen, um Israel zu unterstützen. Und die meisten davon, ja, sind Parteimitglieder. Es ist offensichtlich, die Völker der Welt unterstützen Palästina. Und das sehen wir in den Straßen aller Städte der Welt. Es gibt auch Massendemonstrationen in Afrika, in Mali. Es gibt Massendemonstrationen in Südafrika. Es gibt Massendemonstrationen in Niger. Es gibt Massendemonstrationen in Bangladesch, in Nepal, in Peru. Also nicht nur in den USA und Kanada und Frankreich und Vereinigte Königreich und so weiter. Also auch in der, ja, in der arabischen Welt. Es gab tatsächlich eine Demo in Katar sogar. Ja. Normalerweise, also gibt es diese Atmosphäre nicht, wo ja, Leute zur Straße gehen und so weiter in den Golfstaaten.